Hallo Grillfreunde, heute machen wir was Cooles und zwar hier einen Wagyu Short Rib. Das Ganze habe ich wieder von der Flemminger Genusswelt, vom Flemminger Genussland. Viele Grüße an den Tino erstmal an der Stelle. Wir werden uns bestimmt irgendwann mal sehen. Termin, ja, arbeiten, grillen, sonstige Wochenendaktivitäten. Irgendwann wird es schon mal passen. Ich werde das jetzt mal auspacken und entsprechend hier mit dem Wiese Magic Beef einwappen. Lass mal ein bisschen einwirken und dann geht es auf hier auf meinen Wassersmoker. Da steht ja auf der Seite, den muss ich noch vorbereiten. Soll aber erstmal 3 Stunden mindestens marinieren. Ich zeige euch, wie ich noch ein bisschen Fett abschneide. Hole ich euch ran dafür. Jetzt packe ich es erstmal aus. Und dann schaue ich mir das an, wie viel Fett da überhaupt dran ist. Ihr seht das also hier, ist eine ordentliche Fettauflage dran. Die Silberhaut wird auch noch dran sein, die muss auch noch ab. Ich werde das jetzt erstmal ein bisschen parieren, hier ein bisschen Fett wegnehmen. Schmeißt das nicht weg, das könnt ihr beiseite legen und schön auslassen, dann habt ihr für Rouladen oder einen Rinderbraten schön was zum Anbraten. Ich schneide es jetzt erstmal ab, müsst ihr nicht dabei sein, ich zeige euch, wie es fertig aussieht. Das ganze Fett ist jetzt ab, das war mir doch ein bisschen zu viel, weil das war alles dran. Lag also zwischen diesen beiden Muskeln, einmal zwischen der Rippe und einmal hier diese restliche Fleischauflage, die eigentliche Rippe ist das hier. Und schaut euch mal hier die Marmorierung an. Ist das nicht geil? Ich werde das jetzt würzen. Das Stück, ja, lege ich einfach mit auf den Grill. Ob ich das hier oben drauf lege, mal gucken. Ich würze es jetzt erstmal. Und dann kommt es hier in meine IKEA-Form, kann da schön marinieren. Zum Marinieren packe ich es gleich hier rein. Und dann schön ordentlich großzügig von allen Seiten einmarinieren. Ja, also das eingerappte Endresultat. Ich habe hier noch ein paar Schweinerippen erkattert. Für die Personen, die halt nicht aufs Ritt stehen, außerdem reicht das kleine Stück ja sowieso nicht für uns alle. Einmal wie gesagt, Wiesel Magic Beef, das ist von den Barbecue Wiesels. Und einmal hier Sweet Apple Ribs. Mal gucken, wie das schmeckt. Alles von Ankerkraut. Ja, Alufolie drüber, Kühlschrank, abwarten, Grill vorbereiten, dann geht's weiter. So Freunde, der Wassersmoker ist am Aufheizen, aktuell 74 Grad, möchte so 100 bis 130 Grad, also in dem Bereich darf es sich bewegen. Die Ribs stehen hier drüben, habe ich schon aus dem Kühlschrank rausgeholt. Holz ist eingeweicht, ich werde mit Buchenholz räuchern. Wenn der seine Temperatur erreicht hat, packe ich die Ribs aus und platziere die da drauf. Hole ich euch dafür ran, zeige ich euch genau, ich will heute keine Rippchenhalter benutzen, ich versuche die so auf dem Rost zu verteilen, mal schauen, ob das passt. Ich habe mein Tablet hier bereit, 106 Grad steigend. Ich benutze heute zum ersten Mal das Chewcut, mal gucken, ob sich das bewährt. Jetzt lasst uns erstmal hier reinschauen. Riecht fantastisch. Einmal hier die Wagyu Ribs und einmal hier die Schweinerippen. Ich denke, vom Platz müsste es ausreichen, dass wir die auf den Wassersmoker drauf kriegen. Ich mache jetzt den Deckel von dem Ding auf, da wird der Alarm losgehen, weil die Temperatur abfällt. Und dann platziere ich hier drauf. Deckel auf. Thermometer habe ich hier in der Mitte. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das gescheit platziert kriege, ohne den Fühler zu treffen. So sieht das ganz gut aus, das gefällt mir so. Ich mache einen Deckel drauf, lasse den sich wieder einregeln. Dann dürfen die 3 Stunden die Wärme genießen. Hier oben werde ich
ja, einen Viertel auflassen, unten die Hälfte zu. Dann müsste er so mit seiner Temperatur laufen. Wenn der dann stabil läuft, mache ich noch das Holz dazu. Smoker läuft. Temperatur 119. Schwankt immer mal so ein bisschen. Jetzt lassen wir den in Ruhe für die nächsten 3 Stunden. Und dann packen wir so oben in eine Schale zum Dämpfen. 3 Stunden sind fast rum. Ich habe hier meine Schale. Und zu dem Thermometer und meinem Wassersmoker. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich mache da noch mal ein Foto davon, stelle ich mit unten runter, mal den Temperaturverlauf. Alles in allem sehr stabil. Es gab eine Abweichung, da habe ich noch mal ein Holz draufgelegt. Hinter mir mache ich schon den Apfelsaft warm. Und was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Das ist hier von dem Wagyu Fett. Habe ich also ausgelassen, ist ein Glas geworden. Darf abkühlen, es wird noch fest werden. Kann man super zum Anbraten für anderes Rindfleisch, für Schmorfleisch nehmen. Warum sollte man es wegschmeißen? Bezahlt hat man es ja trotzdem. Ja, ich hole ich dann mal ran, wenn ich die Rippchen runternehme. Die brauchen jetzt noch ein paar Minuten, sind die ersten 3 Stunden rum. Dann geht es in die Phase zum Dämpfen. Bevor ich es vergesse, eins noch. Eine kleine Empfehlung von mir. Gibt es hier so eine Alu-Grillfolie. Gibt es beim Discounter mit dem A vorne. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch im Sortiment sind. Ich habe mir da ein paar mitgenommen nach der ersten Probieren. Die ist extrem stabil. Man kriegt die kaum so über eine Kante abgerissen. Also man bräuchte irgendwas zum Schneiden. Von daher, wenn man mal was Spitzes hat und ein Knochen dabei ist, sticht das nicht gleich durch. Also hält relativ viel aus. Dann schauen wir mal rein. Die kommen jetzt runter. Das ist schon hervorragend. Also das Fleisch hat sich schön zurückgezogen vom Knochen. Ihr seht das. Ich packe die jetzt in meine Alu-Schale, meine IKEA-Schale. Dann dürfen die noch dämpfen. Ich nehme jetzt hier meine Alufolie. Ihr kennt das sicherlich schon von vielen anderen Videos. Das ist der letzte Rest. Keine Sorge, ich habe noch mehr. Wird die Schale wirklich dicht verschlossen. Seid beim Verschließen wirklich sorgfältig, also das ist der häufigste Grund, warum die Rippchen halt zäh und trocken werden. Wenn irgendwo der Dampf raus kann, das wäre halt nicht so gut. Und da ich auf meinem Smoker, auf meinem Wassersmoker nicht so viel Platz habe, um die Schale drauf zu kriegen, habe ich ja meinen Gasgrill vorgeheizt. Rauch braucht das jetzt eh nicht mehr, kommt nichts mehr ran. Ich habe den rechten und den linken Brenner an. Also ein indirektes Setup. Stell die Schale hier schön mittig. Da bleibt die jetzt für die nächsten 2 Stunden. 5 Stunden später, Handschuhe schon an. Wie immer bei Rippchen, seht ihr nichts. Ich hole das mal raus. Und pack dafür den Wunsch meiner Frau rein, hier Bananen. Wie die funktionieren, gibt es genug Anleitungen im Internet. Das soll auch nicht das Thema sein. Ich bin gespannt, wie es geworden ist. Muss ich hier irgendwie mal reinschauen. Seid vorsichtig, wenn ihr die Folie abmacht. Die hat ja gekocht da drin. Also so lange Handschuhe sind da echt empfehlenswert. Oh mein Gott. Das ist ein unschlagbarer Duft. Und ich muss jetzt einfach mal bei den Wagyu Rib einfach mal ein Stück abmachen. Mmh. Mmh. Weich und saftig. Die Knochen gucken raus, ich hole ich einfach mal ran, zeige ich immer vom Nahen. Kann die Kamera da so ein bisschen einfangen? Schön weich.
Lecker. Knochen. Wunderbar. Die lassen wir uns jetzt schmecken. Was soll ich sagen? Lecker war's. Also wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, einen Wagyu Short Rib zu bekommen, dann macht das. Nehmt es mit, macht es ganz normal wie die Rippchen, 3, 2, 1, wie auch immer. Das wird super lecker, super saftig, zart und vom Geschmack her, ja, alle haben gesagt, das hat ein bisschen einen nussigen Geschmack. Ja, es schmeckt nach Rind. Das soll es ja auch und es war super. Ich muss mich nochmal bedanken bei der beim Flemminger Genussland. Vielen Dank für das Fleisch, was ihr mir zur Verfügung gestellt habt. Was heißt zur Verfügung? Ich habe es ja gekauft. Ich nehme gerne nochmal was. Kann ich nur weiterempfehlen. Also fragt die Jungs einfach an. Das sind zwei Brüder, die das machen. Ja, kommt da bestimmt auch ran. Es steht auf der Homepage leider unter Fleisch nichts, was man bestellen kann. Man muss sie direkt anschreiben, aber das funktioniert ohne Probleme. Das Thermometer habe ich in einem anderen Video vorgestellt. Ich verlinke das unten mal. Hat seinen Dienst getan. Ohne Ausfälle. Wunderbar. Ja. Jetzt bleibt mir nichts weiter zu tun, als die Bananen für mein Weibchen, für mein Schnuffel noch zu bewachen, die fertig zu machen. Und dann ist der Abend perfekt. Die Hunde passen auf. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Es gibt immer sonntags ein neues Video. Zumindest versuche ich das. Ich freue mich immer über Kommentare. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.